Hallo, hier spricht Stefan Deininger und in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ich die HIT-Prinzipien umsetze. Kurz und knapp. Los geht's. Das erste Prinzip. Ich empfehle maximal 3 Krafttrainingseinheiten pro Woche. Ganz wichtig, der Körper wird stärker in der Erholungsphase. Die Superkompensation ist ein ganz wichtiger Aspekt im Muskelaufbau. Ich behaupte, viele Trainierende sind übertrainiert und werden deswegen keine Ergebnisse erzielen. Pausen sind aus mehreren Gründen ganz, ganz arg wichtig, Pausentage. Und deswegen empfehle ich oder rate ich zu maximal 3 Krafttrainingseinheiten pro Woche. Und eine Einheit sollte auch nicht länger wie 30, 40 Minuten, maximal 45 Minuten dauern. Weil ab 40, 45 Minuten werden bestimmte Stresshormone, insbesondere Cortisol, gebildet. Und Cortisol wirkt nachweislich leistungsmindernd, beziehungsweise da frisst euch die Muskeln dann eher auf. Deswegen sollte eine Trainingseinheit kurz, intensiv sein und möglichst in zwischen 30 und 45 Minuten beendet sein. Ja, also kurzes, knappes Training, 30 Minuten reichen aus und insgesamt nicht mehr wie 3 Krafteinheiten pro Woche. Die Frequenz ist abhängig, ob du jetzt Anfänger, Mittelstufe, Fortgeschrittener bist, also für länger Trainierende, also für Profis, empfehle ich einen Muskel nur einmal in der Woche isoliert zu beanspruchen, also plus minus vielleicht einen Tag. Aber prinzipiell einmal in der Woche reicht es aus, muskelintensiv zu belasten. So, nächste empfohlene Prinzip, die Satzzahl. Ja, ihr seht schon hier die Satzzahl pro Muskel. Maximal 1 bis 3 Sätze pro Muskel. Auch hier ist es jetzt abhängig, bist du Anfänger, bist du Fortgeschrittener. Wie groß ist der Muskel? Also für Wade mache ich meistens nur einen Satz, würde ich auch empfehlen, außer das gehört vielleicht zum größeren Schwachpunkt. Auch Bauchmuskulatur, 1 bis 2 Sätze für die meisten Übungen, für die meisten Muskeln reichen 2 Sätze meiner Meinung nach aus, wenn man das richtig umsetzt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Bei ein paar komplexere Muskelgruppen, wie zum Beispiel den großen Rückenmuskel, Latissimus, da machen auch manchmal 3 Sätze Sinn, oder Bein-Gesäßbereich, da kann man dann auch 3 Sätze machen, aber prinzipiell lieber einen Satz weniger und die dafür gescheit ausführen, konzentrieren und entsprechend intensiv. Also wenn man richtig intensiv arbeitet, dann braucht man eben nicht viele Sätze machen. Wenn die Sätze weniger intensiv sind, dann muss ich halt insgesamt, benötige ich mehr Übungen, mehr Sätze. Ich empfehle kurzes, intensives Training und da bin ich auch ruckzuck fertig. Also maximal 3 Sätze pro Muskel. So. Nächster Punkt wäre die Intensität, das Training, also High-Intensity-Training, hört man schon, das soll kurz und intensiv sein. Wobei, intensiv soll eigentlich jedes Training sein, also auch wenn ich jetzt mehrere Sätze oder mehrere Übungen mache. Meiner Meinung nach ist der große Vorzug vom High-Intensity-Training in der Effizienz. Das heißt, ich konzentriere mich nur auf das Notwendigste. Und deswegen mache ich eben sehr, sehr wenige Sätze, lasse die ganzen unproduktiven Sätze einfach weg. Und wenn ich das eben richtig anstelle, mit kombiniert vor allem mit Intensitätstechniken, dann brauche ich da eben nicht viel. Zur Intensität ist zu sagen, also erstmal jeden Satz empfehle ich bis zur positiven Muskelerschöpfung auszuführen. Das heißt, bis du keine weitere Wiederholung mehr korrekt ausführen kannst. Plus bei Profis in jedem Fall zusätzlich noch Intensitätstechniken. Intensitätstechniken gehen jetzt über das positive Muskelversagen hinaus, also wo man wirklich, damit man wirklich einen Reiz, einen Trainingsreiz setzt. Intensitätstechnik wäre zum Beispiel, wo ich empfehlen würde, die wo ich fast immer verwende und wo ich auch jeden Profi anraten würde, umzusetzen, wären Rest, Pause Sätze oder Pausensätze. Das heißt, du machst einen Satz bis zur positiven Muskelerschöpfung, legst das Gewicht dann kurz ab, 10 Sekunden,
von mir aus 15, maximal 20 Sekunden, also so kurz wie möglich, so dass eben gerade noch mal eine oder vielleicht zwei Wiederholungen gehen. Da hast du einen Pausensatz gemacht. Und diesen Pausensatz kannst du prinzipiell, wenn du fit bist, bei jeder Übung ausführen und auch eventuell einen zweiten oder auch einen dritten Pausensatz. Dann hast du wirklich alles gemacht, was du machen musst, um einen Reiz zu setzen. So, dann nächster Punkt, Slow Reps. Was sind Slow Reps? Slow Reps empfinde ich als die größte Waffe für mehr Muskelzuwachs. Slow Reps sind also langsame Wiederholungen. Ich sage eben Slow Reps. Viele sagen auch Kadenzen, mit was von der Kadenz man trainiert. Das heißt, 4-1-4-1 ist die Empfehlung. Eine Wiederholung besteht aus, wenn ich jetzt einen Curl mache, aus einer positiven Bewegung, das ist die konzentrische Phase, sollen 4 Sekunden erfolgen. Oben halte ich etwa eine Sekunde statisch und die negative Phase ebenfalls langsam kontrolliert bis kurz vor der Streckung in 4 Sekunden, wo ich dann wieder eine Sekunde etwa halte. Da habe ich eine Wiederholung abgeschlossen. Das heißt, eine Wiederholung soll etwa in 10 Sekunden erfolgen, also wirklich deutlich langsamer wie die meisten trainieren. Vorteil bei dieser langsamen Ausführung ist intensiver. Also alleine schon durch diese erhöhte Intensität kann ich mehr Muskelzuwachs erzielen und gleichzeitig ist es gesünder und sicherer. Die Verletzungsgefahr ist einfach nahezu bei Null. Das machen jetzt die wenigsten. Diese langsame Ausführung ist halt cooler, mehr Gewicht zu bewältigen, was ich natürlich bei schnellerer Ausführung viel besser bewältigen kann und sieht halt auch cooler aus, wenn ich das schneller trainiere. Das ist jetzt nicht ganz so spektakulär, deswegen werden die wenigsten vom mentalen Aspekt her das auch umsetzen können und wollen. Und ich sage euch, macht diese langsame Ausführung mit 10 Sekunden pro Wiederholung, das könnt ihr bei fast allen Übungen umsetzen. Sehr, sehr produktive Sache. So, dann noch ein wichtiger Punkt, die Satzzeit oder Time Under Tension, die Spannungsdauer. Wie lange ich einen Satz machen sollte, bis die positive Muskelerschöpfung eintritt. Empfehlung sollte sein 40 bis 90 Sekunden oder eben 4 bis 9 Wiederholungen. In diesem Bereich sollte das Muskelversagen stattfinden. Auch hier kommt es jetzt drauf an, bin ich Anfänger, Mittelstufe, fortgeschritten, auch hier kommt es ein bisschen drauf an, wie ich auf das Training reagiere. Mehr die Fortgeschrittenen sollten vielleicht mal je nach Muskelfaserdominanz, also je nach Genetik, 40 bis 60 Sekunden oder 4 bis 6 Wiederholungen bis zur Muskelerschöpfung ausführen, beziehungsweise im Bein, Bauch, Bereich, Wadenbereich empfehlen sich da eben eher im oberen Bereich 70, 80, 90 Sekunden oder 7 bis 9 Wiederholungen bis zur positiven Muskelerschöpfung auszuführen. Plus optional die Intensitätstechniken, Rest, Pause, genau, da wollte ich noch sagen, Pausensätzen sind auch noch Reduktionssätze sehr, sehr gut als Intensitätstechnik. Aber ich mache fast immer nur die Pausensätze. So, also ein Satz 40 bis 90 Sekunden ausführen, einfach mal testen, wo du dich am besten steigern kannst. Eventuell hier mit der Uhr trainieren, da hast du also eine gute Anleitung, musst dich nicht aufs Zählen konzentrieren, dann weißt du auch, wie schnell bzw. wie langsam das du bist, dass du wirklich in diesem Bereich arbeitest, okay? So, dann nächster Punkt, letzter Punkt, die wichtigsten Punkte sind es nur Progression, also wie bei allen Trainingssystemen, um Erfolg zu haben, du musst stärker werden, du musst die Gewichte steigern, bei gleichbleiben korrekter Technik, bei langsamer Ausführung und in diesem Spannungsbereich zwischen 40 und 90 Sekunden, versuch die Gewichte zu steigern, versuch dich zu konzentrieren, versuch diese Prinzipien, diese Empfehlungen von mir mal umzusetzen, mach das mal 6 Wochen und ich bin überzeugt, wenn du das richtig umsetzt, zuzüglich natürlich Ernährung, Erholung, Schlaf, Einstellung muss stimmen und du bist nicht übertrainiert, dann wirst du bessere Ergebnisse erzielen. Dann wirst du vielleicht aus dem Plateau, wo du schon länger bist, wirst du rauskommen und wirst motiviert sein und wirst Muskelzuwachs erfahren. Teste das
Und wenn Fragen vorhanden sind, dann freue ich mich auf die Kommentare. Einfach reinhauen unten und ich versuche sie so gut wie möglich zu beantworten. So, das wäre es von meiner Seite. Ich sage bis zum nächsten Mal.